Adi, du machst wirklich super Arbeit. Aber wenn du die Abschlussprüfung nicht schaffst, können wir dich hier im Betrieb nicht behalten. Du musst dich jetzt wirklich dahinter klemmen. Ah, Schatz, ich muss zur Arbeit. Im Kühlschrank sind noch Reste zum Aufwärmen. Adi, die Tür! Hi! Hi, was machst du denn hier? Wir müssen doch den Vortrag für den Müller vorbereiten, vergessen? Na, dann komm halt rein. Warte, ich schalte es aus und mach uns den Tisch frei. Du wirst doch nicht im Ernst hier arbeiten, oder? Es riecht nach Turnschuh und Pizza und das Fenster kann man im Übrigen aufmachen, weißt du? Ja, sorry, ich wusste nicht, dass du kommst. Komm, wir gehen in die Küche. Was willst du denn in der Küche? Ich mache hier Fenster auf. Sorry, aber in dem Chaos kann doch kein Mensch arbeiten. Das lenkt mich alles ab. Die Konsole, die da läuft und der ganze Schrott, der da rumliegt. Das geht doch nicht. Ja, wenn du meinst, dann gehen wir halt in die Küche. Hey, witzig, ich habe noch nie in der Küche gelernt. Irgendwie geht's besser. Ja, bei mir auch. Mein Zimmer ist eher so mein Freizeitort, da kann ich mich auch überhaupt nicht konzentrieren. Lust auf Musik? Beim Lernen. Und das von unserer Musterschülerin. Ha, ha. Nur mal ganz nebenbei, viele Leute können mit Musik besser arbeiten, insbesondere solche Konzentrationsschwächlinge wie du. Da gibt's sogar wissenschaftliche Studien dazu, Monsieur. Ja, sehr nett. Schwarze Nacht, schwarze, schwarze Nacht. Das dunkles Kapitel hat nicht geschrieben in der letzten Nacht. Was ist denn das jetzt? Das ist doch keine Musik zum Arbeiten. Jetzt mach was Ruhiges rein ohne Text, sonst muss man doch die ganze Zeit hinhören. Komm, wir machen mal Pause. Jetzt schon? Also für mich geht's noch, wir sind nicht mal eine Stunde dran. Kleiner Trick von der Musterschülerin, einfach mal Pause machen, bevor man es nötig hat. Hä, was soll denn das bringen? Naja, wenn ich Pause mache, bevor ich das Gefühl habe, ich brauche eine, kann ich nachher viel leichter wieder einsteigen. Aber wenn ich warte, bis ich völlig im Eimer bin, denke ich, bah, wie ätzend, und dann kann ich mich gar nicht mehr motivieren. Okay, und was machen wir in der Pause? Naja, vielleicht ein bisschen rausgehen, um den Block, was kleines Essen oder so, such's dir aus. Guck mal einer an, der Sohnemann am Arbeiten. Pass bloß auf, dass du dich nicht überanstrengst. Ja, bist sehr witzig. Wir sind mega fertig geworden. Hey, tut mir leid wegen deinem Dad. Hör nicht auf den, der wird schon noch sehen, was du drauf hast. Wohl kaum, so wie es aussieht, verkacke ich die Abschlussprüfung. Ach komm, so schlimm kann es doch nicht sein. Es steckt viel mehr in dir, als du denkst. Ja, ich kann mich einfach nicht überwinden, endlich mit dem Lernen anzufangen. Am Mittwoch nach der Schule bleibe ich immer noch länger in der Cafeteria und lerne für die Abschlussprüfung. Da ist es ziemlich ruhig. Wenn du willst, kannst du dich anschließen. Wir waren doch heute ein ganz gutes Team, oder? Jessie hat recht. Im Zimmer will ich nur rumhängen und gamen. Sie hat doch noch was gesagt wegen der Zeit. Ah ja, Pause, bevor man müde ist. Ich stell mal den Wecker auf eine halbe Stunde. Los geht's. Da war doch noch was. Ah ja. So Konzentrationsschwächlinge wie du können mit Musik besser lernen, aber nur ohne Text, sonst muss man ja ständig hinhören. Jawohl, Madame Superschlau.